Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir sind in Fortnite wieder am Start im Kapitel 5, Season 1. Die neue Season ist ja heute an den Start gekommen. Eher gesagt schon gestern, aber heute war ja das Update. Gestern das Live-Event konnten wir leider nicht spielen, also ich kam nicht rein. Die Server waren so überlastet, da war keine Chance irgendwie reinzukommen. Ich hatte ständig Warteschlange, zum Schluss waren es glaube ich so um die 45 Minuten, da kam ich überhaupt gar nicht mehr rein, da waren schon glaube ich Viertel vor 9 oder so. Dann kam ich überhaupt auch nicht mehr rein. Und ja, leider war das so. Wir gucken uns heute den Battle Pass an. Eben mal ein paar Aufträge, die es jetzt neu gibt. Und wir haben ja eben im Intro schon gesehen. Trailer, das was für nice Sachen uns heute oder heute, nicht nur heute, auch die ganze Season erwarten. Wird auf jeden Fall richtig nice. Ich bin schon mega gespannt drauf. Ich freue mich mega drauf. Wir gucken uns die Aufträge an. Wir gucken uns auch dann noch schnell die Map ein bisschen an. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in den Battle Pass rein. Wir haben ja das Fortnite Crew-Paket. Daher bekommen wir auch den Battle Pass direkt. Wir gucken eben mal rein. Halt Standard-Skins, Backblings, V-Bucks am Start. Der ist geil. Der gefällt mir. Der Gleiter. Gucken wir uns den Emote an. Oh, nice. Genau, das ist der erste Skin vom Battle Pass. Den haben wir ja schon bekommen. Hope. Wir gucken auf Seite 2. Genau, da haben wir den Ladebildschirm. Okay, nochmal den Hängegleiter, aber in einem anderen Stil. Okay, nicht so meine Farbe. Rückenast war auch nicht so meine Farbe. Okay, Hope, Underground Chick Hope in einem anderen Stil, auch nicht so meine Farbe. Sagen eher so, was für Mädels. Wir gehen auf die dritte Seite. Stopp. Okay, epische Lackierung, episches Fell. Eine epische Lackierung, episches Fell heißt die Lackierung, ungewöhnlich. Okay, das ist die von dem Oscar. Der sieht doch mal ganz nice aus. Schön mit den Messern hier. Hinten auch noch zwei Messer. Nice. Fällt mir ganz gut, der Skin. Okay, Spitzhacke auch nice. Kondensstreifen. Okay. Nicht so geil, aber okay. Wir gucken weiter. Hängegleiter, PS Prahler. Oh, nice. Schön Lowrider. Nice, gefällt mir gut. Entschuldigung, wenn ich zwischendurch ein bisschen husten muss. Aber ich habe aktuell noch so ein bisschen Corona. Also nicht beunruhigen. Falls ich mal ein bisschen huste oder so, tut mir auf jeden Fall leid. Schönes Rückenaccessoire. Katzentasche. Okay, sieht jetzt nicht schlecht aus. Aber auch nicht unbedingt, was ich jetzt ausrüsten müsste. Champion Oscar, okay. Oh, der gefällt mir sogar noch besser wie der normale Oscar. Normale Oscar, Champion Oscar. Champion Oscar finde ich geiler. So, Seite 5. Modkit der Legende. Okay, das ist das Rückenaccessoire von Jones. Von Jones. Vergeltung Jones. Hier, richtig stylisch mit Bart. Schön gestylt. Okay, nice. Schön Dogtags. Gefällt mir gut. Sieht nice aus, der Skin. Werde ich bestimmt den ein oder anderen Mal spielen. Ich kaufe mir den Battle Pass nicht durch. Ich spiele ihn durch wie immer. Ich mache das grundsätzlich immer so. Nicht, weil mir die V-Bucks zu schade sind oder so, sondern weil es mir einfach irgendwie mehr Spaß macht, wenn ich den durchspiele. So, hier haben wir wieder V-Bucks. Nice. Okay, Jonas, so ein bisschen so ein Anime-Style. Okay. Ah, okay, nicht so meins. Nächste Seite, okay, Nisha, die Duellantin. Hängegleiter, ganz nice. Gefällt mir gut. Den goldenen Akzenten auch, sieht nicht schlecht aus. Nur ist den Emote an. Okay, wie Z, wie Zorro. Oder die drei Musketiere. Okay, nice, nicht schlecht. Dann haben wir noch das Backbling, okay. Spitzhacke, ja, das Degen. Okay. Einmal das Ganze nochmal in Schwarz.
Muss sagen, in Weiß finde ich es ein bisschen geiler. Gefällt mir persönlich besser. Wo ich sagen muss, der Hängegleiter in Schwarz, den finde ich auch ganz gut. Besser sogar noch wie den Weißen. Okay, Seite 9. Montagu, okay. Herz aus Diamant, Nerven aus Stahl. Der ist, glaube ich, auch im Spiel als Boss verfügbar. In einem Ort. Ich weiß jetzt nicht mehr welcher Ort, aber in einem Ort ist er als Boss verfügbar. Hat eine mythische Waffe und ein Emblem um den Tresor zu öffnen. Auch richtig nice. Skin, okay. Okay, Rückenaccessoire, okay. Nochmal V-Bucks. Okay, Lackierung ist jetzt auch nicht wirklich so die geilste. Okay, nice. Spitzhacke, ja, ist in Ordnung. So, Brillantschliff als Ladebildschirm. Kondensstreifen, okay, nicht schlecht. Emote, Diamantthron. Okay. Nichts Spektakuläres jetzt. Hängegleiter, okay, der ist nice, der Hängegleiter. Finde ich jetzt nicht schlecht. Dann haben wir V-Bucks am Start. Okay, als komplett aus Diamant der Stil. Okay, ist jetzt nicht so, überhaupt nicht meins. Finde ich jetzt gar nicht so geil, aber na gut. Jedem das seine. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie es euch gefällt. Also mir persönlich gefällt dieser Stil von dem Skin überhaupt nicht. Dann lieber die normale Form. So, weiter geht's. Oh, jetzt hier. Piñata Brian, nice. Schönes Rückenaccessoire. Leiter auch richtig geil. Guckt euch das an. Richtig witzig. Nice. Kondensstreifen, richtig nice. Ich sah schon Gleiter. Komplett durcheinander. Die Kondensstreifen sehen nice aus. Hätte ich bestimmt auch mal ausrüsten. So, Peter Griffin. Nice. Richtig schön stabil. Peter Griffin in durchtrainiert. Normal kennen wir den ja anders. Schön in durchtrainiert. Nice. Gefällt mir richtig gut. Werde ich hundertprozentig auch spielen. Da, wir gucken weiter. Okay, nicht so meine Lackierung. Die Flamme. Was haben wir hier für ein Rückenaccessoire? Rubenrelikt. Okay, sieht aus wie so ein Herz. Kondensstreifen finde ich ganz nice. Die sehen cool aus. Niederbrand. So, Valeria, Spiele mit dem Feuer, okay. War nicht so mein Skin. Aber gut, auch wieder eher was so für die Mädels. Gerade wegen den Farben. So, was haben wir jetzt hier? Hohe Gesellschaft, VS Underground. Okay. V-Bucks am Start. Karosserie bereit zuzuschlagen. Scorpion Karosserie bereit zuzuschlagen. Rocket Racing Belohnung werden ab dem 8. Dezember um 16 Uhr uneingeschränkt verfügbar sein. Schaltest du diesen Gegenstand frei, wird dieser auch in Rocket League verfügbar sein. Ah, okay. Alles klar. Oder auch im Battle Royale. Das heißt, wenn man sich jetzt in ein Fahrzeug setzt, verwandelt sich das Fahrzeug in diesen Stil dann. Dann kann man mit diesem Auto rumfahren. Richtig nice gemacht, finde ich. Hier so ein Schwarz, richtig geil. Schwarz-Orange sieht nice aus. So, Feuereifer Valeria, okay. Immer Flamme. Okay, verwandelt sich jetzt. Schwarz, okay, in Schwarz würde ich hier auch spielen. Schwarz sieht nice aus. Schwarz sieht auf jeden Fall nice aus. Schwarz kann man die spielen, auf jeden Fall. Ups, sorry. Schwarz geht klar. Okay, das zum Battle Pass. Wir gucken uns noch die Bonusbelohnung eben schnell an. Okay. Emote. Messerschliff. Okay. Okay, ein bisschen langweilig. Den Stil für die Spitzhacke von der Duellantin. Grobschliff Montagu. Ja, hier so ist er auch ganz nice. Aber komplett in dieser Diamantform gefällt er mir gar nicht. V-Bucks am Start. Peter Griffin in Gold. Oh, nice. Sehr nice. Was haben wir hier für ein Emote? Kartenkränkung. Gib ihnen deine Visitenkarte. Okay.
Sag mal hier. Surfing Bird. Nice. Stygischer Niederbrand. Okay, die sehen auch geil aus. Gerade in der Farbe auch. Nice. Stygische grüne Walli. Oh, so würde ich die auch spielen. Sieht auch richtig nice aus. Schön in grün. Okay, Seite 4. Rückenaccessoire, Fernseher, okay. Nice. Clips für unterwegs. Okay, ja, sieht ganz geil aus, die Lackierung. Wieder ein Underground-Fahrzeug. Auch nice, die Folierung. Seite 5. Okay, Seite 5, 6 und 7 noch nicht freigeschaltet. Hab wahrscheinlich doch. Season geht ja bis zum 8. März. Wie wir hier sehen, Kapitel 5, Season 1 bis zum 8. März verfügbar. Ich denke mal, bis dahin sollten wir die ganzen Sachen durchgespielt haben. Wir haben schon die eine oder andere Runde gespielt. Wir haben 10 Sterne. Sind aktuell Level 2. So, wir gucken uns eben schnell die Aufträge an. Starthilfe. Gib deinen EP Starthilfe mit Bonusaufträgen. Okay, Standardaufträge wie sonst auch immer. Steige in den Zug. Okay. Lege Distanz zurück mit Whiplash. Besuche Angestellten. Ja, das sind so die Standardaufgaben. Wir haben auch hier schon viel erledigt. Laufsteggraserin, die schließen wir jetzt hier in der Season noch ab. Kam letztes Season ein bisschen zu spät. Habe ich da nicht mehr geschafft, aber ich denke mal, jetzt sollte es gelingen. Okay, Reaktivierungsaufträge, wöchentliche Aufträge sind auch die Standardaufträge. Danke an den Busfahrer. So wie in jeder Season auch oder in jedem Kapitel besuche alle benannten Orte. Dann haben wir die Überlebensmedaille. Letzte Season in OG hatten wir die. Haben wir schon fast auf exotisch. Ja. Und die Meilensteinaufgabe auch ganz normal. Wie immer dabei. Danke dem Busfahrer. Eliminiere gegnerische Spieler. Die haben wir immer dabei eigentlich. Okay. Wir gucken uns die Map an. So, da haben wir die Map. Reckless Railways. Ich glaube, bei 4 Orten gibt es die Medaille. Ich meine, das wäre Snooty Steppers. Hier gibt es das Medaillon. Da mit dem Medaillon kann man einmal die Tresore öffnen, die in dem jeweiligen Ort sind. Und wenn ihr das Medaillon einsammelt, der regeneriert immer, also ganze Zeit über, wenn ihr, sag ich mal, nur 50, 30 Blue Shield habt, regeneriert ihr euer Blue Shield dauerhaft. Also steigt dann immer ein bisschen, bis ihr 100 habt, natürlich. Lavish Liar war, glaube ich, einer. Hazy Hillside, glaube ich, ist noch einer. Und Reckless Railways. Ich glaube, das waren 4 Stück. 4 Stück gibt es. 4 oder 5 gibt es, glaube ich. Lass mich jetzt nicht lügen. Aber werden wir dann nachher in den Runden sehen, wenn wir zocken. Wie gesagt, das ist die Map. Noch alle Orte habe ich nicht freigeschaltet. Die werden wir jetzt nach und nach alle besuchen. Tja, auf jeden Fall gefällt mir mega nice. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie euch die Season bis jetzt gefällt, wie euch die Map gefällt, wie euch die neuen Sachen gefallen. Der Zug vor allen Dingen. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal. Ich würde mich mega freuen. Dauert nicht lange, kostet euch nichts. Und ich würde sagen, ich bin für heute raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.